Herr Nicol, was gibt's Neues am Standort Feucht? Ja, wir feiern dieses Jahr 100 Jahre Landtechnik aus Feucht und gleichzeitig begehen wir den ersten Spatenstich für unsere Werkserweiterung. Ja, die letzten Jahre sind wir stark gewachsen und an die Kapazitätsgrenzen gekommen. Das heißt, wir haben dieses Jahr die höchsten Produktionsstundenzahlen seit der Übernahme des Standortes durch ECCO. Und deshalb sind wir dabei, jetzt eine neue Montagehalle zu bauen und im Nachgang auch das komplette Werkslayout neu zu gestalten. Herr Pschierer, ist die Landwirtschaft in Bayern noch so wichtig, dass der Wirtschaftsminister sich Zeit nimmt für eine Werkseinweihung? Die Landwirtschaft gehört zum Freistaat Bayern. Sie hat diesen Freistaat Bayern über Jahrhunderte geprägt. Man merkt auch, dass die Landwirtschaft einen großen Strukturwandel durchgemacht hat in den letzten 100 Jahren. Umso wichtiger ist es, dass wir natürlich moderne, leistungsfähige Betriebe haben wie ECCO, die die entsprechenden Geräte auch zur Verfügung stellen, damit unsere Landwirtschaft im Wettbewerb Schritt halten kann. Was bedeutet die Investition von ECCO für die Menschen in der Region Feucht? Für die Menschen in der Region Feucht bedeutet diese Investition natürlich zukunftssichere Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Und für die bayerische Landwirtschaft bedeutet es, dass hochwertigste innovative Produkte aus Bayern kommen. Fendt will immer mehr zum Fullliner werden. Werden Sie denn die Fellerprodukte künftig alle grün anstreichen? Fendt nimmt die Futterernte sehr ernst und wächst im Moment jedes Jahr fast um 100%. Das ist ambitioniert für uns, das auch alles darzustellen. Aber wir wachsen natürlich auch mit den drei Marken. Das heißt, wir haben das Fellervolumen, wir wachsen mit MF und wir wachsen auch mit Fendt. Das heißt, Sie sehen im Moment natürlich alle drei Marken am Markt.